kurze Jonglier-Session, bevor das Video startet. Wie geht das nochmal? So, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute mal wieder ein Video von mir. Ich glaube, ich habe übertrieben lange kein Video mehr gedreht. Zumindest fühlt es sich so an. Ich war zwischendurch in London und kann euch da leider nichts empfehlen, was Shisha angeht, denn ich habe keine Shisha geraucht. Ich habe mich ein bisschen rumgefragt und gefragt, so kann man da was rauchen, das zu empfehlen. Aber London, wenn ihr da seid, vergesst das Thema Shisha einfach komplett. Ich habe mich nicht mal getraut, irgendwo hinzugehen. Deshalb habe ich jetzt was für euch für zu Hause und zwar die Top Mixes aus dem Quartal 1. Dieses Mal machen wir es nicht so, dass wir es am Ende des Jahres machen, sondern einfach quartalsweise. Dann hat man die Mixes ein bisschen präsenter im Kopf drinne und kann die schneller wiedergeben. Was laber ich hier? Wir machen die Top Mixes von mir Quartal 1. Part 2 von Majoscha folgt. Ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe jetzt keine Bilder für euch, aber hier werden dann die Bilder eingeblendet von den Sorten mit den Anteilen von der Mischung. Und dann könnt ihr euch das Ganze mischen. Und ja, es sind mal wieder viele russische Flavor dabei. Und für die, die ein bisschen immer rumgemeckert haben unter den anderen Videos, das sind halt einfach meine Top Mixes. Also ich habe auch Sorten dabei, die es in Deutschland gibt. Ich habe am Ende nochmal eine Liste mit Sorten, die ich euch empfehlen kann zu mischen, sich zu besorgen, die ich sehr gerne rauche. Und da könnt ihr auch andere Mixes machen. Ihr müsst nicht immer die russischen Flavor haben. Wenn ihr die Hand dran bekommt oder die Finger, dann besorgt sie euch. Und bezüglich Spectrum und Element haben mich auch einige gefragt, wie sieht es da aus dieses Jahr auf der Messe, kurz auf Topic. Sie sind, glaube ich, nicht auf der Messe und ich weiß nicht, wann Spectrum und Element nach Deutschland kommen. Es wurde angekündigt, aber ich kann euch leider nichts Neues sagen. Ja, so viel dazu und ich würde sagen, wir kommen mal zu den ersten Mixes. Wir fangen an mit einem meiner Top-Mixes, Blackburn Chupa Graper. Ich glaube, ich habe jetzt schon, ich weiß nicht, wie viele Dosen schon weg davon. Blackburn Chupa Graper bei Candy Saure Würmer, bei Candy Grape Kiss. Das ist wirklich ein godlike Mix. 50, 25, 25 kann ich jedem empfehlen. Die ganzen Mixes hier rauche ich eigentlich im Funnel. Vielleicht sollte ich auch mal, boah, ich habe gerade hier noch ein bisschen Staub, vielleicht sollte ich auch mal die Merloch-Köpfe testen. Ich habe früher schon öfter Merloch geraucht, aktuell aber nicht so. Ja, ich denke mal, in Zukunft werde ich da nicht drum rumkommen. Ayosha hat es auch schon gemacht, dass er zu Hause immer Merloch raucht. Ich rauche zu Hause jetzt nicht so viel, deswegen wäre es bei mir jetzt nicht so crazy. Aber ja, vielleicht rauche ich auch mal Merloch. Die ganzen Mixes hier sind aber im Funnel. Den ersten Mix haben wir. Der zweite Mix, ein Klassiker. Must-Have Kiwi Smooth und Holster Grape 2.0. Grüße gehen raus an Marvin. Der raucht das, glaube ich, jeden Tag. Und ich habe gesagt, ich mache da noch was dazu. Und zwar Fuck Your Life marokkanische Minze angemischt mit der Nature Base. Das Ganze auch in einem 50, 25, 25 Aufteilungsmix. Also so sieht das Ganze aus. Kiwi Smooth, Holster Grape 2.0, marokkanische Minze. Wirklich ein sehr, sehr leckerer Mix. Die marokkanische Minze, kommen wir nachher noch zu. Nächster Mix, Darkside Astro Tea. Der darf, glaube ich, bei mir in keinem Top Mixes fehlen. Der ist immer dabei. Astro Tea, Cyber Kiwi und Fuck Your Life Zitrone Minze. Absolut leckerer Mix. Ein wenig in die Tee-Richtung, in die Kiwi-Richtung, aber auch in die Zitrone-Richtung. Ich mag aktuell diese Tee, Kiwi, Zitrone, frische Minze. Diese Richtung mag ich aktuell sehr gerne, da es auch wieder ein bisschen frischer wird. Und ja, den Mix kann ich euch sehr empfehlen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel kein Astro Tea da habt, könnt ihr auch versuchen, einen Dark Supra zu nehmen. Da ist noch ein bisschen die Jasmin-Note da, aber ihr habt auch so eine kleine Teenote. Oder ihr probiert von Kiss mit ein paar Teesorten oder zum Beispiel einen Peach Blossom. Okay, das jetzt geht in eine komplett andere Richtung, weil es einfach Peach ist. Aber ich meine eher so die, ich glaube, es gibt doch Teesorten von Kiss mit. Black Sandalwood zum Beispiel ist nicht ganz Tee. Aber Sandelholz ist auch relativ so in diese Forest-Holz-Richtung. Ja, aber könnt ihr gerne mal reinschauen bei Kismet. Da gibt es sehr viele Sorten, die man auch sehr gut benutzen kann und ist auch definitiv unterm Radar, muss ich sagen. Ja, als nächstes haben wir einen Mix, der es wirklich in sich hat. Blackburn Kiwi Stoner, eine absolut leckere Kiwi mit Holster Bloody Punch. Und da habe ich einen 70-30, also 70 Blackburn, 30 Bloody Punch. Und diese Mischung, die habe ich wirklich so oft in den Kopf geballert. Schmeckt absolut nice, absolut empfehlenswert. Als nächstes haben wir eine Mische Kismet Wild Cherry, Endorphin Mango und Holster Bloody Punch.
Hier Endorphin Mango könnt ihr zum Beispiel mit einer anderen Mango nutzen, die es in Deutschland gibt. Was weiß ich, irgendeine Virginia Mango oder irgendeine Mango, die Dark Blend ist. Aber die anderen beiden Sorten bekommt ihr hier. Kismet Wild Cherry, absolut leckeres Ding. Wir waren bei Michael zu Gast und dort haben wir den Wild Cherry mitbekommen. Sehr, sehr lecker. Den werde ich mir auch gleich direkt hier nach dem Video wieder anmachen. Und das Ganze hier ist eine 50-25-25 Mischung. Immer ein bisschen mehr Dark Blend als Virginia. Aber wie gesagt, ihr könnt anstatt dem Endorphin Mango auch eine andere Virginia Mango dazu nehmen. Zum Beispiel der Sexy Shiba ist Passionsfrucht Mango von SK, auch sehr, sehr lecker und würde auch in diesem Mix sehr gut kommen. Als nächstes wieder eine Fuck Your Life Sorte, und zwar ist es Fuck Your Life Rotes Waldbeereneis mit Darkside Cyber Kiwi. Fuck Your Life Rotes Waldbeereneis, sehr, sehr wild, habe ich mit der Nature Base angemischt, ist für mich ein super solider Flavor. Unterschätzt das Ganze nicht, auch wenn es selbst angemischt ist. Für mich hat das gar nicht mehr diesen, ey, ich muss es selbst anmischen, ist es vielleicht gar nicht so gut, sondern es ist einfach wirklich so gut. Probiert es selber aus, ich mag den Flavor sehr, sehr gerne und Darkside Cyber Kiwi spricht für sich. 50-50 Mix, sehr, sehr lecker, und ihr könnt auch eine andere Kiwi nehmen, wie zum Beispiel Kismet Black Kiwi, auch super solide, super lecker, und dann habt ihr das Ganze auch quasi in Deutschland. Also es gibt immer Alternativen, schaut euch ein bisschen um. Bei Kismet gibt es eigentlich auch sehr, sehr viel Auswahl. Nächster Mix, SK Guilty Gang Fuck Your Life Zitrone Minze und Must Have Frosty. SK Guilty Gang ist, glaube ich, eine Birne Zitrone, und ich muss sagen, mich erinnert der Guilty Gang ein wenig an den alten Voltage. Ich weiß nicht warum, aber SK Guilty Gang versetzt mich komplett in dieses Feeling zurück und ich mag diesen Flavor wirklich super gerne. Sehr, sehr leckerer Mix mit Zitrone, Minze, und der Frosty von Must Have ist, ihr könnt alternativ zum Beispiel den Darkside Supernova nehmen. Habt ihr genau den gleichen Mix, ihr habt einfach noch eine Frische dabei. Die Must Have Frosty Frische ist nun mal ein bisschen krasser, würde ich sagen, aber ihr könnt natürlich auch Supernova nehmen. Das Ganze ist hier ein 40-40-20 Mix, ein wenig Frische dazu, und ansonsten ist das Ganze fast ein Virginia Mix. Also wenn man morgens einen Kopf raucht oder zum Beispiel nachts, dann eignet sich das Ganze sehr, sehr gut. Wir kommen zum nächsten Mix, Must Have Rocket Man und Fuck Your Life Fantasia Orange. Der Rocket Man, das Ganze ist ein 50-50 Mix, der Rocket Man ist, soweit ich weiß, Kiwi Smooth, Pink Man und Grapefruit zusammen. Das heißt, wenn ihr Pinkman habt, Kiwi Smooth und irgendein Grapefruit, den es sonst gibt, könnt ihr Rocketman nachmachen. Das heißt, ihr braucht nicht irgendeine andere Sorte, sondern könnt es vielleicht sogar zu Hause mischen. Und dann packt ihr den Fuck Your Life Fantasia Orange dazu. Das ist wirklich eine sehr, sehr leckere Orange. Und kommt in diesem Mix auf jeden Fall sehr lecker. Als nächstes haben wir Darkside Dark Supra. Hatte ich vorhin schon angesprochen. Der Dark Supra ist ein Jasmin-Tee, der wirklich sehr in die Tee-Richtung geht. Super leckeres Ding. Und den habe ich hier gemischt mit marokkanische Minze. Also von Fuck Your Life mal wieder, die klassische marokkanische Minze. Und den Fuck Your Life Zitrone-Minze. Absolut leckerer Mix. Ich habe von dem Dark Supra hier nicht ganz so viel gemacht. Das sind so 30%. Ich würde sagen, das ist so eine 33-33-33 Mischung. Weil der Dark Supra wirklich relativ intensiv ist. Und diese marokkanische Minze, die so ein bisschen in die Süße geht mit dem Zitrone-Minze, wirklich super nice. Und dann schwingt noch dieses Tee-Aroma, Jasmin-Tee mit. Für mich eine super angenehme Mische und auch für die frischeren Tage oder für die wärmeren Tage sehr, sehr gut. Ja, und zu guter Letzt haben wir eine Kismet-Mische, auch die es in Deutschland gibt. Kismet Wild Cherry und Fuck Your Knife. Fuck Your Knife, moin, erstmal in CSGO gegangen. Fuck Your Life Original Cola. Ich bin, muss ich sagen, kein kranker Cola-Fan, aber ich dachte, ich probiere mich mal an der Cola, und ich muss sagen, der Original Cola von Fuck Your Life kann auf jeden Fall was. Deswegen die Mische 60-40, 60 Kismet, 40 Original Cola. Probier das Ganze aus, ist wirklich super nice. Und ja, das ist mein letzter Mix gewesen. Und abschließend jetzt noch ein paar Flavor, die ich euch mit auf den Weg geben wollte, die ihr gerne mal probieren könnt, wo ihr eure eigenen Mixes machen könnt, aber die ich einfach noch aktuell auf dem Schirm habe und sehr gerne mixe. Und zwar ist es By Candy, Saure Würmer und Grape Kiss. Ja, das sind eigentlich meine aktuellen Favorites von By Candy mit Abstand. Und ich habe gehört, dass bei By Candy auch der Black Zuna kommt, ein Dark Blend. Vielleicht habe ich davon schon das ein oder andere Köpfchen probiert. Ich bin sehr gespannt, wenn er rauskommt. Und By Candy ist auch auf der Messe vertreten. Das heißt, vielleicht wird man dort auch die Flavor probieren können. Ich bin sehr gespannt. Wir kommen zur nächsten Marke. Must Have Pinkman.
Kiwi Smooth sind wirklich immer super, super solide für Mixes. Die sind durchgehend stabil, die kann man immer kaufen. Die sind jetzt mit 26,90 ein bisschen teurer geworden, aber wirklich super solide. Und wenn ihr die Finger so ein bisschen noch ins Ausland bekommt, dann nehmt euch auf jeden Fall den Frosty, den Coconut und den Coconut Shake dazu. Und damit könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Als nächstes haben wir Darkside. Darkside auf dem deutschen Markt, Dark Super, für jeden, der etwas floraler gerne raucht. Kommt auch sehr, sehr wild in Mixes. Ich habe euch eben schon ein paar Mixes dazu genannt. Und wenn ihr die Finger ins Ausland bekommt, Astro Tea, Cyber Kiwi, legt sie euch zu. Ihr werdet es nicht bereuen. Genau, ihr werdet es nicht bereuen. Und Darkside Salbei. Absolut nice. Ja, bei Kismet, wir waren bei Vandenberg zu Gast. Und ich habe den Kismet Wild Cherry mitgenommen, direkt geraucht. Und ich muss sagen, absolut kranker Flavor. Probiert diesen Flavor aus. Viele haben mich nach der Meinung gefragt. Ich finde den super gelungen, super lecker. Kismet Vandenberg ist auch auf der Messe vertreten. Dort könnt ihr mit Sicherheit den Flavor auch probieren. Denn da kommen die Sorten hin. Ihr könnt sie probieren. Und für alle, die sich fragen auf der Messe, wie sieht es da aus? Gibt es Einwegschläuche? Muss ich Schläuche mitnehmen? Es gibt Einwegschläuche. Ihr müsst euch keine Gedanken machen. Müsst einfach nur hinkommen und könnt die ganzen Sachen probieren und bekommt alles vor der Messe. Also die Einwegschläuche von der Messe. Ja, als nächstes haben wir Fuck Your Life. Fuck Your Life, muss ich sagen, bin ich sehr überzeugt. Ich habe jetzt viel bekommen mit der Nature Base, mit der normalen Base. Und es gibt sehr, sehr viele wilde Flavor. Ich gucke gerade mal hier so um die Ecke. Das Waldbeereis, der Fantasia, Orange, marokkanische Minze, Zitrone, Minze, Original Cola, wirklich super, super solide Flavor, rauche ich sehr, sehr gerne, landen bei mir aktuell super viele Mixes und ja, für mich einfach sehr, sehr gelungen, probiert es aus, ich weiß es, auf der Messe wird es auch sein, das heißt, wenn ihr auf die Messe kommt, könnt ihr das Ganze auch probieren und ja, wie gesagt, die Messe startet am, 6. bis 8. Mai. Und ja, viele von den Marken hier sind auf der Messe vertreten und dort könnt ihr die Sachen auch probieren. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Ich bin nämlich auch alle 3 Tage da. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich auch. Als nächstes kommen wir zu SK. SK hat eine Loungeparty. Wir haben hier ein Video hochgeladen von der Loungeparty. Wir waren nochmal bei einem Tasting und ja, das Ganze war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Der Lounge war diesen Monat. Es gibt 200 Gramm OVPs und 20 Gramm OVPs, wenn man probieren will. Für mich sind 2 Flavor auf jeden Fall von allen Flavoren, die rauskamen, herausgestochen. Und zwar ist es mit Abstand der Sexy Shiba und der Guilty Gang. Der Guilty Gang ist bei mir Platz 1, der Sexy Shiba Platz 2. Guilty Gang ist hierbei Mango Passionsfrucht, wenn ich mich recht entsinne. Und Guilty Gang ist Birne. Zitrone, aber für mich ist es eher so Zitronenkuchenmäßig, absolut leckeres Teil. Und ja, zu guter Letzt kommen wir noch zu einer Marke, Blackburn. Kennt jeder von euch, warum habe ich es gerade so komisch ausgesprochen? Blackburn, und wenn ihr dort die Finger dran bekommt, Chupa Graper, Kiwi Stoner, Ananas Schock, absolute Banger. Also wirklich, wenn ihr da die Finger dran bekommt, besorgt sie euch. Und zu guter Letzt noch der Brownie, wenn ihr cremige Mixes mögt, auch ein sehr, sehr nicer Flavor. Ich würde sagen, das war's mit den Mixes aus Q1. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen hoch. Am Mittwoch, es ist Mittwoch, kommt der nächste Part von dem lieben Aljoscha. Für nächste Woche ist auch schon ein schönes Video geplant, dazu gibt es dann aber mehr nächste Woche zu sehen am Sonntag. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Vielleicht knacken wir die 20.000 dieses Jahr. Es wäre auf jeden Fall geisteskrank. Ihr könnt uns dadurch supporten. Und ja, wir freuen uns sehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus. Peace out.